Hallo und willkommen bei XCOM 2. Ich melde mich diesmal ganz überraschenderweise aus dem Ladebildschirm schon, denn ich habe ganz kurz ein, zwei Sachen zu sagen. Und zwar, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachten. Ich nehme das gerade am ersten Weihnachtsfeiertag auf. Und zweitens, das wird jetzt ein klitzekleiner Aufnahmemarathon. Und zwar bin ich jetzt die nächsten Tage sehr beschäftigt, bin auch zwischenzeitlich kurz auf einer LAN-Party, etc. Das heißt, ich muss vorproduzieren, Boys. Und das werde ich jetzt heute Abend starten. Gestern war Subnautica-Vorproduktion dran. Da muss ich aber wahrscheinlich nochmal ein, zwei Folgen machen. Und jetzt ist ein bisschen XCOM dran. Ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Die Folgen werden jetzt zack, zack, zack hintereinander weg aufgenommen. Und ich habe eigentlich übel Bock. Ich habe halt schon richtig Bock. Okay. Ich habe mich gerade nochmal informiert, was letztes Mal passiert ist und ich bereue es etwas, denn die Folge war ja nicht, die war nicht ganz so gut. Mission lief jetzt nicht so wunderbar, muss ich sagen. Welche Soldaten sind denn gerade fit? Oh, Bowski ist nicht dabei, Jason nicht, Bushi nicht und Zulu nicht. Okay, das ist nicht ganz so schön, muss ich sagen. Oh Gott, das sehe ich ja jetzt erst. Ey, wer hängt denn hier ab? Ach, wie cool. Okay, ja, fett. Ach krass, und hier ist jetzt auch die Archon-Rüstung. Oh, cool. Dann fehlt jetzt hier nur noch die letzte Version von dem, Commander, ich denke, da ist etwas, das Sie über Julian wissen sollten. Offensichtlich wurde er nicht vollständig gelöscht, als wir den Sektopoden ausgeschaltet haben. Da war noch ein Rest seiner Kernerinnerung, als er auf Rover zugegriffen hat. Ich habe die Knoten erst einmal auf einem getrennten System isoliert. Wenn wir wollen, könnte er den Spark ziemlich effektiv steuern, wenn wir seine höhere Logik entfernen. Ich könnte mir das mal ansehen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also, nee. Ha. Weiß nicht. Uns fehlt auf jeden Fall hier noch eine Waffe und noch eine verbesserte, noch einen verbesserten Schattenhüter. Gut, aber sonst... Huch, wer knechtet denn da? Ach du arme Sau. Okay. Wir haben hier gerade ein bisschen was am Bauen. Schattenkammer, Alien-Maschinen, Alien-Maschinen, Alien-Trümmer. Das müssen wir auch mal wegräumen. Wie teuer ist denn das? Oh, das ist sogar Alien-Legierung kostet das. Sollten wir vielleicht mal machen, denn wir müssen die Kommunikationszentrale etwas verbessern. Oder vielleicht sogar noch eine bauen. Können wir die denn nochmal verbessern? Verbesserung ansehen. Wir können zusätzliche Sendestationen. Ja, das könnten wir machen. Dafür bräuchten wir aber Energie. Dafür müssen wir ein Energierelais errichten. Das machen wir gerade. Und wir bauen sogar noch eine Kommunikationszentrale. Warum verbessere ich die denn nicht? Bin ich bescheuert? Ich kann die doch hier noch verbessern. Was? Ich kann die doch noch... Wir brauchen nur eine 125 Vorräte und bis... Warum baue ich noch eine? Bin ich eigentlich komplett behindert? Hä? Egal, wir lassen das erstmal. Wir lassen das erstmal machen. Vergangenheit, darum hat sich da bestimmt was bei gedacht. Und wir schauen erstmal auf unsere Weltkarte und werden erstmal übelste Sorte geblendet. Oh. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten Kontakt... Ach, hier haben wir schon Kontakt hergestellt. Wir können die Einrichtung tatsächlich auch schon angreifen. Codex, da müssen wir auch auf jeden Fall Kontakt hinbauen. Oh. Wir können auch Neuarktis erstmal. Ich glaube, wir stellen mal... Oder wir holen uns ein bisschen Alien-Legierung ab. Das wäre auch was. Ich glaube, wir holen uns gerade mal ein paar Alien-Legierung ab. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Habe ich schon wieder vergessen. Aber... Nö, was soll's. So. Ah. Na, los, flieg! Und gib ihm. Oh, hier haben wir sogar schon angefangen. Nice. Okay, nice. Jason ist wieder da. Bowski ist wieder am Start. Diese Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben. Oh, das interessiert mich. Andromedon-Autopsie. Zeig mal her, was gibt's? Der Umstand, dass dieser gepanzerte Schutzanzug auch nach dem Ableben seines ursprünglichen Trägers noch weiterkämpft, ist erstaunlich. Ich werde Shen zu Rate ziehen, um dieses ungewöhnliche Verhalten weiter zu erforschen. Das finde ich gut. Oh, Annäherungsmine. Unter Verwendung von löst die Annäherungsmine von alleine aus, sobald ein Feind in ihren Bereich eindringt und fügt sowohl der Umgebung als auch Feinden enormen Schaden zu. Ja, stelle ich mir erstmal eigentlich ganz nice vor. So, wir könnten Kristallinautopsie, Torwächterautopsie, Dingsbums. Weißt du was, wir machen erstmal die Strahlenkanone. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie 1A. Hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Wunderbar, danke, Taigen. Und jetzt gönnen wir uns ein paar... Gönnen wir uns nicht. Schredderkanone. Oh, nice, experimentelle Munition. Stimmt, wir hatten ja auch noch ein bisschen was in unserem Testbereich fertiggestellt.
Diese am Handgelenk befestigte Schusswaffe verschießt einen Kegel aus rasiermesserscharfen Projektilen, die mehreren Feinden Schaden zufügen und ihre Rüstung zerfetzen können. Oh boy, damit rüsten wir auf jeden Fall einen Grenadier aus. Strategische Ressource gefunden. Nice, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, wunderbar. Und jetzt stellen wir mal Kontakt mit... Commander, zurzeit haben wir nicht genug Informationen, um die lokalen Widerstandskräfte in diesem Gebiet ausfindig zu machen. Warum nicht? Aber wir haben doch 10 von 11 erst. Oder müssen wir hier... Ach, damit haben wir wahrscheinlich schon angefangen, ne? Oder? Ach, ich bin... Oder? Bin ich blöd? Wir haben doch Westeuropa, wir sind doch hier, das haben wir doch. Warum können wir dann nicht hier? Sobald der Kontakt zum Widerstand in Ostamerika herstellt. Ach, wir haben nicht genug Informationen. Ah, alles klar. Das heißt, ich muss ein paar Informationen sammeln. Auf den südafrikanischen Sektor. Ah, alles klar. Wir haben 39 Informationen nur. Das ist auch noch nicht vorgekommen, dass wir Informationsknappheit haben. Warum haben wir denn plötzlich so eine Knappheit da? Wir können ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Widerstandsware im Willkommen, Commander. Her. Willkommen. Nö, nichts. Dann lassen wir ein bisschen Zeit verstreichen. Bis was passiert, weil ich weiß gerade nichts. Ah, guck mal, da kriegen wir auch ein bisschen Informationen bei. Einsatzbereit. Energierelais. Aber wir können sowieso nichts damit machen. Energierelais. Ein Ingenieur hat noch keine Ja, okay. Bob, Avenger Energie. Plus 5. Cool, nice. Haben wir jetzt auch deutlich mehr Energie, die hier gar nicht angezeigt wird. Aber schön, dass wir mehr Energie haben. 1A. Ich brauche noch ein paar Informationen und habe hier gerade nichts sonst zu tun. Ich möchte... Eigentlich nämlich Kontakt hier vorne mit herstellen. Damit wir als nächstes diese Kodexieren-Koordination-Dingsbums-Operation starten können. Ja, das wäre mir ganz lieb. Das heißt, wir lassen noch ein bisschen Zeit verstreichen. Alle Soldaten sind ja auch gerade wieder fit. Das heißt, ich bin noch bereit für irgendwelche Missionen, die gerade kommen. Und ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich kommt gleich wieder ein Gorilla-Einsatz um die Ecke angeschissen. Zeig mal her, was haben wir denn hier so? Wir kriegen dort einen Wissenschaftler. Das ist ganz gut. Das ist tatsächlich echt gut. Hier kriegen wir Informationen. Oh, das müssen wir machen. Wir kriegen Informationen, was für uns gerade momentan ziemlich nice ist. Aber zwei Blöcke, das müssen wir machen. Was ist hier? Gesichtsdose. Ja, das ist nervig, aber das hier müssen wir einfach machen. Denn Avatar-Projekt zwei Blöcke hinzufügen, das wäre gerade tot für uns. Also, ich meine, wären wir bei 8 von 10. Aber nee, das verhindern wir mal direkt. So, moin. Spark ist auf jeden Fall dabei. Ihr kommt erstmal alle weg. Silvester können wir auch sehr gerne mitnehmen. So, denn Silvester ist ja auch noch nicht voll aufgelevelt, oder? Nee, du bist auch noch nicht ganz aufgelevelt. Nice. Dann nehmen wir einen Scharfschützen mit. Wir nehmen mich selber mit. Wir leveln vielleicht nochmal ein bisschen den Ranger auf. Und nehmen dann noch einen Spezialisten mit. Eigentlich sind die alle ziemlich aufgelevelt. Oder möchte ich ganz gerne noch einen Grenadier mitnehmen. Fürs Rüstungsschreddern. Ich habe ja einen Grenadier dabei, ich bin ja blöd. Ha. Ist ja... Gut, dann nehmen wir noch Stephalos mit. Okay. Das ist jetzt nicht das Top-Squad, aber ist okay, sage ich mal. So, Gegenstände herstellen. Haben wir hier irgendwas? Wir haben sowieso überhaupt gar keine Vorräte. Wow. Oh, Truppverbesserung. Oh, das ist für unseren Mech. Das sollten wir vielleicht auch mal irgendwann machen. Ja, die brauchen wir ja sowieso gar nicht, den verstärkten Rahmen. Das hier ist ja eluxierter Rahmen. Oh Gott. Ja, Mac, gerade ist noch nicht so deine Zeit. Aber irgendwann, wenn ich Vorräte habe, werde ich das mal verbessern. Aber erstmal rüste ich euch ganz gerne aus. Und zwar Ausrüstungsgegenstände freigeben. Gut. Mackie Boy. Ich habe für dich leider noch überhaupt gar nichts Besseres. Tut mir leid. Oh, ich könnte dir die Schredder... Oh, das könnte ich machen. Das ist eine ganz gute Idee. Dir gebe ich die Schredderkanone. So, Holly, was machen Sachen? Du nimmst dir mal bitte, warte, erstmal kann ich hier Waffen freigeben, ja, und Rüstung freigeben, ja. So, dann nimmst du dir die Spinnenrüstung wieder. Ja, Spinnenanzug gefällt mir ganz gut, den Rest brauchst du eigentlich nicht. Brandgranate, ja, kannst du auch von mir aus, ja, komm. Ja, nimmst halt die Brandgranate mit, mir doch Wurst. So, mir selber gefällt die Rüstung eigentlich ganz gut, das heißt, ich kann zwar mein wunderschönes Gesicht nicht mehr sehen damit, aber, naja. Was soll's? MP-Granate, heil. Ich könnte noch ein Medikit mitnehmen. Ja, ich glaube, das mag ich gerade lieber. So, als Ranger. Du hast Jasons Sachen dabei. Das ist auch in Ordnung, denn Jason ist ja gerade gar nicht am Start. Du könntest auch nochmal eine Schredderkanone mitnehmen. Obwohl, du nimmst die normalen und unser Mac nimmt die Schredder mit. Ich habe ihm die zwar gerade schon gegeben, aber ich habe gerade Waffen wieder freigeben gemacht. Dann war das wieder weg. Okay. Gut.
Oder ich gebe... Nee, die kann schon der Mac behalten. Die Fusionsaxt sieht halt auch einfach nice aus. Imitationsgerät kannst du auch behalten. War-Anzug ist auch nicht ganz so in Ordnung tatsächlich. Denn der War-Anzug sollte eigentlich unser... Du kannst den Schlangenanzug mitnehmen. So, denn der War-Anzug sollte eigentlich hier unser... Oder auch nicht. So, wir machen folgendes. Den Rage-Anzug, den nimmt jetzt einfach mal... Du nimmst das hier mit. Wir haben nur eine davon. Säure und Frost finde ich auch gut. Und zwar nimmst du dann einfach mal den Rage-Anzug mit. Genau, das gefällt mir nämlich etwas besser auf dem Ranger. Und du, mein Guter, Stephalus Maximus, nimmst dann einmal hier Schlangen. 1A. Monokel am Start, alles easy. Kannst du noch eine verbesserte Waffe mitnehmen. Ja, ein Heal-Dings auf jeden Fall. Leider nicht mehr ganz so viel Platz im Inventar dafür. Doof, aber naja. EMP-Granate haben wir jetzt nicht dabei, aber wir haben ja was anderes zum Rüstung zerschreddern und überhaupt. Wird schon schief gehen. Let's freaking go. Ist ja nur ein Gorilla-Einsatz. Ja. Keine wilde Sache. So. Und während wir hier abheben, drücke ich einmal Escape. Ja, starten. Okay, und dann trinke ich einmal einen Schluck Vanille-Cola. Ein Hacker des Widerstands hat sich in diesem Gebiet scheinbar Zugang zum Advent-Netzwerk verschafft, kurz bevor ihn Alien-Verstärkungen erwischt haben. Er schien eine Spur auf entscheidende Daten für das Alien-Projekt zu haben, und wir müssen schnell handeln, um sie uns zu holen. Sichern Sie das Gebiet und hacken Sie sich ein, bevor Advent die Verbindung trennt. Wir müssen diese Daten in unsere Hände bekommen, wenn wir Ihren Fortschritt aufhalten wollen. Alles klärchen, mein Bärchen. Puh! Oh, ich sag euch, Vanille-Cola. Beste, wo gibt. Oh, ich liebe Vanille-Cola. 5-4 Avenger. Der Zugangspunkt liegt direkt voraus. Sichern Sie das Gebiet und rechnen Sie mit feindlichem Widerstand. Wie cool er verborgen einfach ist. So. Holly könnte eigentlich auch mal direkt loslegen. Du hast ja den Kletterhaken. Dann gehen wir hier in eine Ecke von's Gebäude. Geh ans Ecke von's Gebäude. Gehen wir in eine Ecke. Ja, wunderbar. Da siehst du schon welche. Okay. Warum sehen die mich, wenn ich hier oben aufs Dach gehe? Warum sehen die mich hier? Warum? Was soll das? Warum bin ich hier aufgedeckt? Kann ich hier nicht lang sneaken? Doof. Was ist das? Nein, ich habe falsche Maustaste gedrückt. Sie haben uns. Oh, scheiße. Okay, Leute, Planänderung. Planänderung. Wir, keine Ahnung, was wir machen. Keine Ahnung. Scheiße. Ach du Kacke, was hast du für eine Trefferchance? 26. Du kannst ihn noch nicht mal ansatzweise killen. Wir können mit unserem Mac halt reinrennen, so, aber... Könnten ja auch... Oh, boy. Ach, so was ist das. Oh, das geht natürlich ordentlich ab. Hui. Sieht der Mac den denn hier? Der sieht den hier unten nirgendwo, ne? Nee. Der sieht den hier nirgendwo. Shit. Ah. Vielleicht macht der Mac dann folgendes. Du machst einmal eine Übersteuerung und sprintest dann einfach einmal... Ja, hast es dann. Danke. Sprint dann einfach einmal hier vorne hin. Du kannst ja keine Deckung benutzen, aber da vorne bist du trotzdem relativ gut geschützt. Wunderbar, stapp von dahin, wenn ich habe die Hoffnung, dass du hier die Rüstung zerschreddern kannst oder ihn sogar töten kannst. Wie, du kannst nicht mehr. Ich habe doch Übersteuerung aktiviert. Du kannst doch sprinten und... Ach, das ist wahrscheinlich, ich kann einfach nur drei Aktionen machen und nicht einfach nur... Okay, vielleicht bin ich einfach nur blöd. Ja, Tja, haha. Was mache ich denn jetzt zum Figgy? Ich könnte halt eine Granate starten und hier reinballern. Das macht auch alles keinen Sinn. Scheiße. Wechsle Position. Geh erstmal da vorne hin. So, du siehst keinen. Könntest du eine Frostbombe werfen? Es könnte vielleicht sogar sinnvoll sein, einfach einen von denen einzufrieren. Das lassen wir erstmal noch offen, diese Aktion. Okay, du bist noch verdeckt, mein Kollege. Das heißt, du kannst dich erstmal hier vorne rumsneaken. Position bestätigt. So. Ich selber bin ja auch noch da, ne? Wurde gesehen.
Was, du wurdest gesehen? Ach komm schon, von was? Von wem? So, ich könnte einen Archonsprung machen. Und einfach mal... Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich könnte hier vorne hin. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich sehe ein paar mehr Gegner anscheinend da. Oh, je. Wen habe ich jetzt noch aufgedeckt? Ach, kacke. Ach, kacke. Oh, mein Gott. Das sieht nicht ganz... Ikarus-Rüstung. Ach, cool. Der ist jetzt in Panik anscheinend. Cool. Ja, geil. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich muss hier halt wieder weg. Ich muss hier halt extrem schnell wieder weg. Oh, boah, die Ikarus-Rüstung hat gerade... Also, er hat gerade einfach... Weil er in Panik war, hat er ihn gerade... LOL. Ja, fett. Ja, gib ihm, Bruder. Nice. Freut mich. Frostbomb, ich glaube, ihn würden wir ganz gerne einfrieren. Wir würden eigentlich gerne alle einfrieren. Dann haben wir halt ein weniger. Eine Brandgranate wäre halt auch nice. Du hast aber keine Deckung. Du musst dich eigentlich hier verpieseln. Du solltest dich eigentlich auf jeden Fall hier verpieseln. Vielleicht hinter die Wand. Ja, verpiss dich da einfach. Du hast gerade keine weitere gute Aktion. Was kannst du denn machen? Du könntest hier oben drauf gehen. Da hast du vielleicht ein paar gute Trefferchancen. Denn die 26 machen wir nicht. Jum. So, zeig mal her. Du siehst gar keinen. Du könntest nur hacken. Ja, weißt du was? Dann hackst du das. Vielleicht kriegen wir irgendwie irgendwas Besonderes raus. Irgendwas Schönes. Ach du Kacke. Ich meine, dass wir die drei Boys da aufgedeckt haben. Jetzt ja nur noch zwei. Ist ja schon schlimm genug, aber... Oh, 100%. Die Zielsicherheit des Soldaten wird um 15 und 3 Runden lang. Ui. Scheitern wohl. Nö, dann machen wir doch die 100%. Ja, zu was Besserem wäre Steffelus auch nicht fähig gewesen. Boah. Also, Hacker Main auf jeden Fall. Wäre das keine 100% Chance gewesen, hätten wir das halt schon wieder nicht geschafft. Okay, jetzt kann er nächste Runde etwas mehr machen. Das ist ja schon mal ganz schön. Wir würden ganz gerne diesen Soldaten einfrieren, bevor er irgendeine Scheiße macht. Granate! So, und dann hoffen wir, dass... die das Feuer nicht auf eine Person fokussieren. Du bist eingefroren. Gut. Das war's dann auch. Nee, ich selber bin ja noch hier. Ha, ich kann ja auch noch irgendwas machen. Ich könnte alle einmal anschießen. Das wäre halt so... Kann man mal machen. Kann man auch mal lassen. Ich könnte einen wahrscheinlich töten. Aber ich würde das dann hier wahrscheinlich nicht überleben, denke ich mal. Es ist aber eigentlich schon wert, einen von denen auszuschalten. Ich meine, du bist ja sowieso eingefroren. Das heißt, hier hinter habe ich eigentlich ziemlich gute Deckung. Ich gehe mal hier hinter. Und dann kann ich immer noch einmal blitzschnelle Hände machen. Auf dich. Genau, das machen wir einmal. Ja, 4 Schaden. Hatte auf den Crit spekuliert, aber das ist auch in Ordnung. So, und jetzt versuchen wir nochmal. So, Kampfrausch. Ja, 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 halt einmal. Komm, komm, komm. Zack, 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 zack. Nice, das dürfte es gewesen sein, oder? Du lebst noch? 1 HP. Ich sag euch, 1 HP. 1 HP, natürlich. Ach, scheiße. So, er ist immer noch in Panik. Vielleicht ballert er auch seinen Kollegen um. Das wäre ziemlich nice. Ah, was macht er? Er schießt Stephulus da oben an. Na, erstmal markiert er ihn nur. Ja, vor dir habe ich ein bisschen Respekt. Du gehst auch auf Stephulus. Oh je. Oh je, es wird wahrscheinlich ein dicker Hit. Das war überhaupt kein dicker Hit. Och, Freunde. Wir sind noch im Rennen. Alles easy. So. Was machst du? Du rächst dich erstmal an mir. Das ist verständlich. Oh, die sind alle scheiße. Leute, die sind alle scheiße. Oh mein Gott, ich krieg ja noch einen Schuss zurück. Oh boy. Man sieht sich, Kollege. Man sieht sich. Vielen Dank. Neutralisiert. Ach. Feuer erwidert. Ja, das sehe ich auch so. Okay, das war unglaublich entspannt, diese Runde. Meine Fresse. Das war richtig entspannt. Jetzt müssen wir den Andromeda ausschalten, auf jeden Fall. Wir können erfrieren. Wir können den versuchen zu... Das wäre vielleicht... Ups, das wäre tatsächlich vielleicht eine ganz gute Idee. Den einzufrieren, den Boy. Ich würde gerne einmal zu Stephulus wechseln. Da. Das wäre, glaube ich, echt eine ganz gute Idee, den einzufrieren.
Das machen wir. Jetzt bin ich der Meister. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Nice. Gefroren. Wunderbar. Dann müssen wir uns um den auch erstmal nicht kümmern. So. Er ist auch noch gefroren. Wir können jetzt mit dem Mech ihn anballern. Oder Folgendes machen. Wir müssen den Andromedon halt ausschalten. Deswegen gehen wir einfach mal hier vorne hin. Oder können wir auch einfach so hier durchballern? Das geht auch. Weißt du was? Das machen wir. Rata, 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 da, da, da. Sehen wir das auch mal in Action, das Ding. Hui. Das war ja wie so ein Riesen-Shotgun-Schuss. Okay, kann man mal machen. Holly, sollte eigentlich nach oben. Warum bist du eigentlich nicht oben? Herr, ich habe dich aus dem runter bewegt. Da war was. Hm, du siehst leider nicht den, den ich töten möchte. Es ist ein bisschen bitter, muss ich sagen. Ich könnte einmal Konfrontation machen. Ihn anhitten und ihn anhitten. Das ist theoretisch auch sehr, sehr nice. Aber vorher könnte Stephalus erstmal auf ihn schießen. Oh, ich habe euch gar nicht die guten Waffen gegeben, ne? Hui, war ein Crit. Nice, er ist weg. 1A. Also er kommt wieder, aber die andere Form ist weg. Scheiße, ich habe euch gar nicht die guten Waffen gegeben. Ich bin ja blöd. Ich habe dir nur Schattenfall gegeben und dem anderen die Eise. Ich habe eigentlich nur vergessen, Stephalus den Pulsbogen-Dings, ich vergesse immer, wie das heißt, zu geben. Heißt das Pulsbogen? Ich weiß nicht. Könnte sein. Ja, ja, passiert. Passiert. Nicht ganz so wild. Hm. Schon unterwegs. Ihr seid beide eingefroren. Vielleicht wäre das auch eine ganz gute Möglichkeit für eine Rakete. Einfach um euch beide zu treffen. Du, bist du da in Gefahr da, wenn ich die Rakete hier reinballer? Nee, ne? Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann ballern wir hier die Rakete rein. Let's go. Du kannst gerade sowieso keinen anderen treffen. Ja, der hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht, aber war in Ordnung. So, du mein Boy, siehst ihn. Könntest aber wahrscheinlich deutlich mehr Schaden anrichten, wenn du einmal die Axt wirfst auf ihn und ihn damit tötest. Das ist ja for free. Wunderbar, 10 Schaden. 10 Schaden for free. Einfach so. Kann man mal machen. So, jetzt könnt ihr hier vorne hinrennen und noch ihn ausschalten. Aber das ist halt nicht so wichtig. Weißt du was? Du machst einen stummen Schuss. Bewege mich zur Schussposition. Und rennst hier vorne hin. Da hast du keine Deckung, aber jawohl, der ist sowieso eingefroren. Also ist das Wurst. Also du bist da flankiert. Du hast da theoretisch schon Deckung, aber... ne? So, dann hast du nämlich... ihn könntest du auf jeden Fall töten. Und das war so mein... der Knackpunkt von meinem Plan, ihn anzuhitten. Batz! Nice! Die treffen die Leute. So, und Holly dürfte jetzt ihn töten oder ihn anhitten. Hm. Ich selber könnte... weißt du was? Ich mache einfach mal Folgendes. Ich mache einfach Konfrontation und dann geht's ab hier. Komm, Nummer 1! Batz, kritisch. Wunderbar. Acht! Habe ich gerade 8 Schaden gesehen? Habe ich gerade 8 Schaden gesehen? War das richtig? Das kann nicht sein. Ich habe mich wahrscheinlich verguckt. Okay. Ja, Kampfrausch, du bist sowieso noch in Panik. Vor dir brauche ich eigentlich gerade keine Angst zu haben. Ja, jetzt ist nur noch Holly übrig. Holly könnte ihn töten oder ihn anhitten. Warum nicht eigentlich? Guck mal, hier haben wir 70%. Wir können einmal einen heftigen Schuss vielleicht auf ihn. Komm, 53 auf den Kill. 50-50. Holly. Das war nur gestreift. Ich meine, ist gut. Kann ich ihn mit der Pistole wahrscheinlich nächste Runde killen. Ist auch nicht ganz so wild, aber naja. Du bist aber immer noch in Panik, oder? Archon ist nicht mehr in Panik. Okay. Schade. So, wird wahrscheinlich allzu viel schwieriger machen. Kriegt erstmal einen Klingensturm ab, macht aber, denke ich mal, nicht genug Schaden. Nee. Siehst du, Holly, hättest du mal nicht gestreift, wäre das jetzt easy peasy gewesen. Oh, er brennt? Warum brennt er denn? What? Das sieht hässlich aus. Ja, 6 Schaden. Hm, ist vertretbar. So, er hat mit einem HP überlebt natürlich und gibt mir jetzt erstmal ein bisschen Feedback. Aber kriegt er einen Pistolenschuss zurück. Okay, Autsch. So, jetzt kriegst du Pistolenschuss ins Gesicht und dann bist du auch RIP. Adieu. Zack, zack. Easy peasy. Easy. Feind terminiert. Easy. Gut. Nice. Habe ich zwar keine Deckung mehr, aber... nun gut. Wir sind wieder dran und ich würde sagen, ich beende die Folge auch an dieser Stelle. Denn die Mission wird, denke ich mal, noch einen ganz kleinen Moment hier gehen. Oh, ich habe hier oben auch einen Timer, sehe ich gerade. Deswegen sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es tut mir leid, die Folgen in der Mitte zu trennen, aber es wird jetzt häufiger vorkommen, wenn die Missionen länger werden.
Und da ich gerade am Vorproduzieren bin und die Folgen jetzt echt nicht 40 Minuten lang machen kann, sonst werde ich nicht fertig, kommt es mir auch gerade ganz entgegen. Das heißt, ich versuche die immer so zwischen 25 und 35 Minuten zu halten, die Folge. Diese ist etwas kürzer, vielleicht wird die nächste etwas länger. Ich hoffe, ihr könnt mir nachsehen. Ja, dann bis gleich. Tschüss.